war eben, als ich 20 war, dem Wolfgang Riem bei Davos Festival begegnet, wo er Composer in Residence war. Und es war eben für mich eine Offenbarung, einfach diesen Mensch, also diesen Komponist zu erleben, nicht nur durch seine Musik, sondern auch er als Mensch. Er hat auch eine unglaubliche Aura, wie er einfach spricht und über seine Musik und über überhaupt Musik spricht. Und das hat mich sehr beeindruckt und hat mich auch irgendwie eine Tür geöffnet und ein großes Stück weitergebracht. Also ich finde, da kommen immer wieder Phasen, wo man denkt, was könnte das sein? Ist es ein Zitat? Es klingt manchmal nach einem Spätmahler, es klingt manchmal nach Mozart. So ganz so, ja, so ein Lichtblick, also wie so ein Stern und es wieder weg. Und solche Momente kommen andauernd und das ist total faszinierend.